Liebe Brüder und Schwestern, heute hat sich das Schriftwort erfüllt, so sprach Jesus in der Synagoge in Nazareth zu seinen Zuhörern, als er aus der Buchrolle des Propheten Jesaja vorgelesen hatte. Ja, in Jesus hat sich diese Prophezeiung erfüllt. Er ist der verheißene Messias. Und die Menschen, sie waren berührt, erschüttert, betroffen von seinen Worten. In Jesus erfüllen sich die Verheißungen Gottes. Er bringt den Armen die frohe Botschaft. Und dieses heute gilt auch uns. Jesus, er kommt zu uns, er ist schon da, um uns neu diese frohe Botschaft ins Herz zu legen, um uns zu befreien aus den Verstrickungen in die Sünde, in die Schuld, um uns zu erleuchten mit seinem Licht, weil wir oft so blind sind für die Gegenwart Gottes, für seine Liebe, für seine Gnade, für seine Gaben, für sein Heil. Hier lassen wir uns erfüllen von seinem Geist, vom Geist der Wahrheit, vom Geist Christi. Lassen wir uns heilen von aller Schuld, denn er ist die Vergebung unserer Sünden. Er hat die Macht, die Sünde zu tilgen, hinwegzunehmen. Er ist das Lamm Gottes. Er ist das Sühneopfer für unsere Sünden. Er nimmt alle Schuld hinweg und er erfüllt uns neu mit der Kraft des Geistes, mit dieser Salbung, mit der Jesus ganz erfüllt ist als der Gesalbte des Herrn, der Messias. Auch wir sind gesalbt mit dem Geist Gottes, mit dieser Salbung, damit wir Zeugen sein können für die Wahrheit. Gesalbt sind wir schon in der Taufe, in der Firmung. Der Geist Gottes möchte auch durch uns wirken, durch uns die Wahrheit verkünden, bezeugen, sich durch uns offenbaren. Ja, es gibt eine absolute Wahrheit und die ist bei Gott. Sie offenbart sich in Jesus, der Weg, Wahrheit und Leben ist. Er ist die fleischgewordene Wahrheit Gottes sozusagen. Ja, Gott offenbart uns sein Heil, seinen Willen, seine Heilsordnung. Es ist nicht alles gleich. Es gibt einen Schöpfer Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Man kann nicht alles gleich machen. Es ist nicht alles gleich. Es gibt diese Voraussetzungen, die Gott geschenkt hat. Wir dürfen sie dankbar annehmen. Es ist keine Verminderung unserer Freiheit, unseres Glücks, unserer Zukunftschancen. Ja, wenn wir die Gebote Gottes beherzigen, dann haben wir Zukunft, dann haben wir diesen Weg des Heils, des Glücks vor Augen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Jesus, nur er kann diese Einheit neu schenken in seinem mystischen Leib der Kirche. Wir haben in der zweiten Lesung von dieser Einheit gehört und das, was die Einheit auch beeinträchtigt, gefährdet, oft zerstört. Wenn in diesem Bild des Leibes und der Glieder die Glieder des Leibes für sich sein wollen, wenn sie sich miteinander vergleichen, wenn das Auge sagt, ja, ich brauche den Fuß nicht, wenn die Hand sagt, ich bin kein Ohr oder ich bin kein Mund, ja, wenn die verschiedenen Teile des Leibes sozusagen miteinander in Streit liegen, wenn sie vergessen haben, wer sie geschaffen hat,
für wen sie da sind, ja für die Einheit des ganzen Leibes, dass wir sozusagen ja durch die Taufe, durch den Geist Gottes, durch Jesus, durch den Glauben an ihn verbunden sind miteinander, zusammengehören, dass jeder wertvoll ist, dass jedes Glied an diesem mystischen Leib seinen Wert hat, seinen Platz von Gott gegeben und dass wir da deswegen auch glücklich und froh sein dürfen, auch wenn wir unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten haben, wenn wir manchmal Fähigkeiten haben, die nicht so auffällig, nicht so spektakulär und nicht so augenscheinlich sind. Ja, viele Begabungen in diesem Leib, viele Begabungen an uns sind einfach verborgen, sind nicht gleich sichtbar, aber trotzdem unverzichtbar für diesen Leib Christi. Wir dürfen dem Herrn vertrauen, seinen Heilsplänen, dass er wirklich mit Bedacht, ja mit göttlicher Weisheit die Gaben austeilt, dass er uns beschenkt hat mit vielen Fähigkeiten, die wir oft gar nicht so richtig bemerken können, aber die so wichtig, so wertvoll sind, mit denen wir füreinander da sein können, für diesen Leib des Herrn, für diese Kirche. Ja, lassen wir uns erfüllen von diesem Geist Gottes, von diesem Geist der Einheit, damit wir neu erkennen, was wir tun sollen, wie reich wir beschenkt sind von Gott, unserem Vater, durch Jesus, seinen Sohn, damit wir diese Begabungen und Fähigkeiten wieder neu einsetzen, einbringen, ja, in die Gesellschaft, in die Kirche, damit wir mitgestalten an einer neuen Welt, an einer gerechteren und friedvolleren Welt und Gesellschaft. Dazu hat uns der Herr berufen, nicht nur für die Kirche, sondern mit der Kirche hinein in die Welt. Davon spricht auch Papst Franziskus. Ich habe gestern auch ein wenig bei diesen YouTube-Videos geschaut, wo die vielen Jugendlichen versammelt sind, zum Gottesdienst in Panama mit Papst Franziskus, wo er sie ermuntert, ja, ihre Begabungen zu entdecken, auch auf Maria zu schauen, die sagt, ja, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Dass wir uns an dir, am Beispiel der Gottesmutter Maria wieder neu orientieren, die ganz offen war für den Geist Gottes, für das, was Gott durch sie tun wollte. Sie ist das Modell für die Kirche, für die Bereitschaft eines Menschen, den Willen Gottes anzunehmen und vertrauensvoll und gläubig zu bejahen, weil dieser Wille immer Heil, Leben und Rettung bedeutet. Ja, lassen wir uns neu berühren vom Wort Gottes, so wie die Menschen in der ersten Lesung, die berührt worden sind von Gott, von seinem Wort, von seinen Weisungen, vom Gesetz Gottes, das sie neu entdeckt haben, berührt durch die Lesungen aus dem Buch Esra, ja von Esra selber, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat. Lebendig ist dieses Wort Gottes, es ist mehr als Menschenwort. Dieses Wort ist Geist und Leben und hat Macht, unser Leben zu verändern, zu erneuern und zu erfüllen. So können wir Frucht bringen im Herrn. So öffnet sich unser Inneres, unsere Seele, unser Herz für die Liebe zu Gott und den Mitmenschen. Dann sind wir bereit, miteinander zu teilen, die Freude, das Leben, den Glauben, die Hoffnung. Amen.